Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer Jahreslegung für 2024. Herzlich willkommen auch an dich, wenn du neu bist auf meinem Kanal. Und vielen lieben Dank für alle vielen positiven Rückmeldungen, Likes und Weiterleitungen. Freue ich mich mega. Für dieses Video, wer das Video sich jetzt im Dezember 2023 oder im Januar 2024 anguckt, gibt es die Möglichkeit, eine von drei persönlichen Tarotlegungen bei mir zu gewinnen. Es wird ein Gewinnspiel geben und die, die Bedingungen für dieses Gewinnspiel werde ich dir am Ende dieses Videos verraten. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich möchte gerne wissen, worum geht es aktuell bei dir? Wie, mit welcher Energie startest du jetzt hier in dieses neue Jahr? Und dann werden wir gucken, wie sich die Sache weiterentwickelt. Ich werde, wie auch im letzten Jahr, die erste Jahreshälfte legen und dann die zweite Jahreshälfte legen. Es wird zwei Videos geben, und also ein Hauptvideo und eine Fortsetzung. Und wir werden dann mal schauen, wie, also was da dein blinder Fleck ist, wie es mit dir weitergeht, auch in der Liebe, ja, was dein Gegenüber für Gedanken, Gefühle und was dein aktuelles Thema ist und vielleicht welche Lernaufgabe ihr da habt und eure Zukunftsaussichten. Also wenn dich das interessiert, dann bleibe auf jeden Fall dran, beziehungsweise entscheide dich dann auch für die Mitgliedschaft. Bei der hast du alle weiterführenden Legungen, egal welches Sternzeichen, egal welche Legung überhaupt und für welchen Zeitraum, spielt keine Rolle, von der Vergangenheit bis zur Zukunft und hier und jetzt, und vor allem uneingeschränkt. Also du kannst dir das auch so oft angucken, wie du möchtest, ja, und die sind alle ohne Werbung, die weiterführenden Legungen. So, jetzt wollen wir starten. Hallo ihr lieben Fische, jetzt wollen wir mal schauen, was 2024 für euch so bereithält. Auch für euch werde ich hier aus den großen Arcana-Karten mal eine Hauptenergie ziehen fürs komplette Jahr. Schauen wir mal, was so Hauptthema ist. Dankeschön. Der Magier. Oh, das sieht nach Unternehmertum aus. Das sieht auch danach aus, dass du endlich die Dinge in die Manifestation bringst. Also Pläne, die du vielleicht schon lange vor dir hergeschoben hast, die werden jetzt angepackt, ja. Der Magier ist auch die Energie von Merkur. Das ist Kommunikationsenergie, aber eben auch dieses wirklich jetzt alle Tools, alle Fähigkeiten zur Verfügung haben, um jetzt die Dinge in die Umsetzung zu bringen, ja. Das ist Anpacken Energie, jetzt wirklich ins Tun, ins Machen kommen. Mal gucken hier, bis dahin, alles klar. Ich werde wieder eine Legung machen für das erste Halbjahr und eine Legung für das zweite Halbjahr. Wir werden jetzt in dem Hauptvideo uns eingehend das erste Halbjahr angucken und mal so die Überschrift und das Thema für die zweite Jahreshälfte. In die Aufdröselung des zweiten Halbjahres findest du dann in dem Extended Video, und dann werden wir dort auch schauen, wie der voraussichtliche Ausgang ist, und es gibt noch eine Liebeslegung hinten dran. So, jetzt wollen wir aber schon mal schauen, was denn so die Überschrift, die Hauptthematik im ersten Halbjahr für meine Fischegeborenen ist. So, da haben wir, hoppala. Die Emotionen laufen auf Hochtouren, Supermond. Also Supermond ist wirklich, wenn der Mond besonders groß erscheint. Das heißt, es gibt hier Dinge, die sind einfach nicht mehr übersehbar. Ja, du siehst sie jetzt wirklich ganz eindeutig. Und insofern kannst du ihn auch nicht mehr ausweichen. Das können, kann ein Gefühl in dir sein, ja, dass du, ne, wir haben ja einen Hinweis auf Emotionen, dass du einfach sagst, ich kann diesem Ruf in mir nicht mehr. Ich kann dem nicht mehr ausweichen. Ich muss jetzt hier ins Handeln, ins Tun kommen und die Dinge anpacken. Und Emotionen laufen auf Hochtouren. Das heißt natürlich nicht, dass es was Negatives ist. Das kann auch sein, dass dich jetzt eine übermäßige Freude überkommt, weil jetzt die Dinge eben sich wirklich in deinem Leben zeigen. Etwas zeigt sich jetzt. Du hast etwas jetzt wirklich manifestiert. So, Beobachtungsposten gibt mir hier einen Hinweis, dass es ganz stark darum geht, auf sich auf das Richtige zu fokussieren, beziehungsweise zu reflektieren, auf was setzt du deinen Fokus, und ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ratsam, mal wieder einen Big-Picture-Blick einzunehmen, dass du dich quasi nicht so in so einem Klein-Klein verlierst, sondern das große Ganze erblickst. Oder ist es vielleicht in manchen Situationen wichtig, sich genau auf diese kleine Sache da zu fokussieren, auf dieses kleine Detail?
Na, das ist so, er guckt ja durch dieses Fernrohr. Und wenn du durch dieses Fernrohr schaust, kannst du dir zum Beispiel jetzt einen Stern ganz besonders nah ranholen, ne, und dir anschauen, betrachten, beobachten. Vielleicht beobachtest du auch jemand anderes oder jemand anderes beobachtet dich gerade. Könnte auch Thema sein. Aber du verlierst vielleicht dann auch dabei den Blick fürs große Ganze. Das könnte natürlich auch Thema sein in dieser Zeit. Also achte da mal besonders drauf. Mit der 49 haben wir hier Aspekte im 4. und im 9. Haus. Das heißt, wir sind im Haus des Krebses. Da geht es auch viel um Seelenort, deinen Seelenort finden. Das ist der Ort, wo du dich wohlfühlst, wo du dich entfalten kannst. Das könnten auch Thematiken sein, die mit der Familie, deiner Herkunft zu tun haben, den Ahnen oder kreativen Projekten. Der Wagen steht auch für fokussiertes Voranstreben, wirklich jetzt was, soll ich sagen, die Zügel in die Hand zu nehmen, deinen Kurs zu bestimmen, dich neu auszurichten und dann halt wirklich strebsam mit Ausdauer und mit Beharrlichkeit dein Ziel zu verfolgen. Und mit dem 9. Haus sind wir im Schützen. Das ist Optimismus pur, das sind Reisen, also genauso wie auch der Wagen, ne, der den Krebs widerspiegelt, geht es ja auch um Bewegung, um Reisen, Entwicklung, aber eben auch um Sinnfindung. Vielleicht hast du gerade auch damit zu tun, dass du noch so ein bisschen den Sinn in deinem Leben suchst. Könnte auch darum gehen, Ausbildung, Weiterbildung, spirituell oder was du vielleicht beruflich nutzen kannst. Wenn, dann könnte das im Philosophischen oder Spirituellen angesiedelt sein oder halt wirklich was mit Reisen zu tun haben. Ne? Könnte auch sein. So, na dann wollen wir mal schauen, was jetzt hier das erste Halbjahr uns zu bieten hat. Ich lege erstmal aus und dann gehe ich in die Deutung. Ich lege es auch gleich schick hin. Nicht, dass du denkst, na, was macht die denn da? Knallt da die Karten einfach so hin? Ja, ich muss jetzt erstmal hier so ein bisschen jonglieren. Warte mal, das packen wir mal hier rüber. Die holen wir uns später wieder. Die brauchen wir fürs zweite Halbjahr nochmal, die Karten. Düdüm, düdüm. Die brauchen wir gleich zur Klärung. So, zweite Halbjahr. Also, ich bin wirklich gespannt. Ach ja, Fische. So. Unterm Kartendeck zeigt sich als Thematik Königin der Kelche. Es könnte also tatsächlich hier stark um Emotionen gehen. Wenn es um Emotionen geht, dann geht es hier in erster Linie um das Akzeptieren der Dinge, die man nicht ändern kann. Und das Annehmen der eigenen Emotionswelt, eben aber auch der Situation, in der man dann halt ist. Die Königin der Kelche spricht auch von Selbstliebe, von Selbstakzeptanz, sagte ich ja schon, von Verständnis und Mitgefühl für sich und für andere, für auch Akzeptanz der eigenen Bedürfnisse und Wünsche, Herzenswünsche, also alles, was sich so in deinem Emotionsleben so abspielt, ne? Kann eben auch eine Person sein im Wasserzeichen, so wie du, Fische, Krebs oder Skorpion. Hier haben wir Page der Münzen. Da geht es um neue Möglichkeiten, aber eben um auch so eine in dieser Situation, in der du dich befindest, vielleicht auch offen zu sein. Also so eine Lehrlingsposition einzunehmen. Du hast vielleicht in anderen Bereichen in deinem Leben schon sehr viel Lebenserfahrung. Ja, Königin der Kelche spricht zumindest auch davon. Das ist ja schon eine gewisse innere Reife, die man hier hat. Aber mit dem Page der Münzen gibt es hier irgendetwas Neues oder eine neue Möglichkeit, ein neues Gebiet, irgendetwas, eine Tätigkeit oder so, die sich sehr wertvoll zeigt. Ja, ansonsten sprechen wir hier von Selbstwert und Selbstliebe. Und wenn es eine neue Möglichkeit ist, dann ist es etwas, wo du vielleicht mitunter etwas Neues lernen darfst. Wir haben die 5 der Münzen, da haben wir hier Mangel. Also ich nehme ganz stark Themen von Selbstwert und Selbstliebe wahr. Ja, aber auch für manch einen neue finanzielle Möglichkeiten in einer Situation, wo man hier vielleicht finanziell so ein bisschen in Not kommt, wo es ein bisschen knapp wird, könnte auch Thema sein. Ja, das macht ein bisschen Frust, kann auch mit familiären Thematiken zu tun haben oder allenfalls mit großem Erfolg, Reichtum, Wohlstand und sowas. Da scheint hier irgendwie ein Neuanfang anzustehen. Hier zeigt sich der Narr. Irgendetwas ganz Neues will hier starten. Neue Projekte, mit denen du schwanger gehst. Die lodern hier im Untergrund sozusagen. Sehr spannend. Da haltet mich mal auf dem Laufenden, was es bei euch ist. So,
Ihr könnt natürlich vielleicht mitunter noch gar nicht wissen, worum es geht, aber ihr geht zumindest schon mal mit der Energie ins neue Jahr rein, dass ihr jetzt hier etwas in die Sichtbarkeit bringen wollt. Ich werde mal vorneweg noch mal in die Karte reingehen. Die Emotionen laufen auf Hochtönen. Oh, mir ist auf einmal so kalt. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Das scheinen irgendwie die Energien zu sein. Da, wo ihr seid, scheint es gerade irgendwie sehr unterkühlt zu sein. So, gucken wir mal. Supermond. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Supermond. Da haben wir einen 118. Düdüm, düdüm. So. Der Erfolg ist greifbar. Ich muss nur vertrauen. Das ist so die Energie. Weitere Bedeutungen der Karte sind: Die Antwort auf deine Frage liegt näher, als du meinst. Ignoriere nicht das Offensichtliche. Das ist das, was ich meine, ne? Dinge, die sind jetzt einfach nicht mehr übersehbar. Etwas Aufregendes kommt auf mich zu. Achte darauf, dass du etwas nicht unverhältnismäßig aufbläst. Diese Karte legt nahe, dass die Antwort auf deine Frage ebenso unübersehbar ist wie der eindrucksvoll große Silbermond am Nachthimmel. Wenn du wissen willst, wie erfolgreich etwas wohl sein wird, dann lautet die Antwort sehr. Ja, man könnte auch annehmen, dass sich die Antwort auf deine Frage direkt vor deiner Nase befindet. Diese Karte handelt davon, überlebensgroß und besonders zu sein und strotzt vor Energie, auf die du dich einstimmen, mit der du arbeiten kannst. Wenn du diese Karte ziehst, dann darfst du viel Gutes und positive Ergebnisse erwarten, aber möglicherweise wirst du auch feststellen, dass damit große und schwierige Emotionen einhergehen. Außerdem könnten sie mit der Ahnung verbunden sein, dass solche Gelegenheiten nicht alle Tage daherkommen. Also nutze sie. Diese Energie habe ich tatsächlich bei einigen dieses Jahr. Das ist ja sehr spannend. Das ist ja sehr spannend. Da freue ich mich ja für euch. So, dann gucken wir mal rein hier. Da haben wir es schon. Krebsenergie, der Wagen, von dem habe ich ja schon vorhin gesprochen, als es hier um die 4 ging, ne? Das ist die Energie von Neuausrichtung, Ziel abstecken. Du sagst zum Beispiel, jetzt ist eine Metapher, ja, aber du sagst jetzt zum Beispiel, du möchtest von Berlin nach Hamburg fahren. Das heißt, du gibst die Strecke, das Ziel in dein Navi ein und dann sagt er dir, du musst genau da und dahin fahren. Du wirst genau in 3,5 Stunden, 4 Stunden, was auch immer, da sein. Und auf dem Weg begegnen dir die und die und die Hindernisse. Da musst du dich irgendwie drauf einstellen. Aber ansonsten ist dem Ganzen, steht dem nichts im Weg, wenn du den Weg jetzt antrittst und die Zügel in die Hand nimmst und jetzt nicht da rumtrödelst, sondern dich auf die Socken machst. Also sehr spannend. Der Wagen bringt dich auf jeden Fall in deinen Erfolg. Das ist eine Erfolgskarte, eine Erfolgsenergie. Wenn du an deinen guten Tugenden arbeitest, so gute Tugenden, das ist Disziplin, das ist Ausdauer, ne? Beharrlichkeit. So, hier haben wir nämlich irgendwelche Unklarheiten. Unklarheiten des Supportes, der Unterstützung, vielleicht auch an den Dingen, die du vielleicht noch festhältst oder die dich noch festhalten. Also der Hund, ne, der hält mitunter auch an Dingen fest, die einfach mal überholt sind. Du musst jetzt innovativ nach vorne gucken, wenn du hier als Magier auftreten möchtest und hier was in den Erfolg bringen möchtest. Dann löse dich von den Dingen, die dir noch unklar sind, oder kläre die Dinge vorher. Mach dich da auf den Weg, bring da Klarheit rein. Wo ist hier mit Unterstützung zu rechnen? Hier ist irgendwie mit Unterstützung zu rechnen. Die kannst du aber vielleicht auch noch gar nicht sehen. Vielleicht wird dir diese Unterstützung auf deiner Reise begegnen. Sehr spannend. 7 der Schwerter spricht von Strategie. Du gehst dieses Jahr mit einer gewissen Planung ins Jahr. Also 7 der Schwerter sagt mir, dass du hier noch gar nicht damit hausieren gehst, sondern du hast geheime Pläne. Du weißt das auch schon. Was haben wir hier mit den 7 der Schwerter? Wovon spricht die 7 der Schwerter? Ja, du hast hier den Plan, ein Kapitel zu schließen und eine neue Geschichte zu schreiben, vielleicht auch eine Ausbildung zu machen. Ja, Bücher stehen ja auch für Wissen. Vielleicht willst du dir auch neues Wissen aneignen. Das könnte auch sein. Vielleicht hat es in irgendeiner Weise mit Geschriebenen, mit Kommunikation zu tun, mit deiner Buchhaltung, dass du deine Finanzen jetzt noch mal anders planst, da andere Pläne hast. Du musst hier in irgendeiner Weise deine Bücher durchgucken oder Wissen aus deinen Büchern nutzen, um hier strategisch etwas in den Erfolg zu bringen. Gucken wir mal weiter. König der Stäbe. Das ist die Energie von Unternehmertum, von Unabhängigkeit, von hier, The Master of Magicken. Also quasi
Ärmel hochkrempeln und los geht's. Das ist Schaffenskraft, Schöpferkraft. Das ist jemand, der wirklich die Dinge anpackt. Das ist Selbstbewusstsein pur. Das ist jemand, der auf der Bühne des Lebens steht und sagt, Tada! Und los geht's. So, was will denn der König der Stäbe? Kann natürlich auch ein Feuerzeichen sein, mit dem du es zu tun hast. Schütze, Widder oder Löwe. Und da zeigt sich wieder die Karte des Erfolges, der Mond. Der Mond spricht hier wirklich von etwas kommt zur Vollendung. Hier, Supermond. Na, das ist dann, der Zyklus ist einfach reif. Etwas ist jetzt einfach reif, dich zu zeigen, zu dir zu stehen. Wir haben hier diese Löwe-Energie mit drin und das Haus des Löwen spricht eben für eine Selbstdarstellung, wirklich sich präsentieren, in die Sichtbarkeit kommen, ins Tun kommen, in die Umsetzung kommen. Kreative Projekte könnten hier auch mit drin stehen. Vielleicht haben die auch was mit Astrologie zu tun. Das sieht so nach Astrologie aus. Aber irgendetwas, was auf jeden Fall dir sehr viel Freude bereitet und deine Lebenskraft auch hier nährt. Ja? Also das ist auch sehr vielversprechend und erfolgsversprechend. So, weiter geht's. Da ist die Entscheidung, die drei der Stäbe. Das ist etwas, wo man eine Entscheidung getroffen hat für die Zukunft, wo man aber noch auf den richtigen Zeitpunkt warten muss. Ja, das ist so, wenn du hier was in die Planung, in der Planung, in der Pipeline hast, dann hast du innerlich die Entscheidung getroffen, dass du diesen einzigartigen Weg für dich gehen wirst, aber du musst hier noch auf irgendwie auf den richtigen Zeitpunkt warten. Das ist so wie, ich unterschreibe jetzt einen Mietvertrag, aber ich kann erst in 3 Monaten in die Wohnung einziehen. Sowas in der Richtung. Drei der Stäbe bitte mal als Klärung. Was können wir dazu noch erfahren? Da haben wir den Brief. Das könnte der Vertrag sein, der hier quasi unterschrieben wurde, wo du aber, wie gesagt, hier noch nicht agieren kannst. Du kannst noch nicht losgehen oder der kommt dir entgegen. Das ist auch, du möchtest hier neue Erfahrungen machen. Vielleicht ist das ein neuer Arbeitsvertrag, ein neues Wohnumfeld oder irgendwelche Dinge, die vertraglich geklärt werden. Ich kann hier jetzt nicht sehen, worum es geht. Wir haben viel Stabenergie. Stabenergie ist immer Schöpferenergie. Das ist hier auch die Energie des Magiers, der hier mit drin steckt. Das ist wirklich diese kreative Energie, dieses ins Tun kommen, begeistert sein, Lebenslust, Lebensfreude. Was haben wir da noch? Durchsetzungskraft. Das ist die Kraft, die schlussendlich eine kleine, zarte Pflanze dazu bringt, durch den dicken, fetten Boden, durch zu den Trieb, ne, durchzustoßen und zum Leben erwachen und dass aus dieser kleinen Pflanze irgendwann ein Baum wird. Das ist dieser Antrieb, dieser innere Antrieb auch, der hier drin ist. Und der Ritter der Stäbe, der sagt, komm, lass uns machen. Das ist Begeisterungsfähigkeit, das ist eine zündende Idee. Aber das sind auch wirklich konkrete Schritte, die jetzt hier angegangen werden. Was steht denn der Ritter der Stäbe? Was hat der vor? Kann natürlich auch eine Person sein. Wir haben hier mit dem König der Stäbe und dem Ritter der Stäbe einen starken Indiz auch für ein Feuerzeichen, was sich in deinem Leben zeigt. Ja, und mit der Lupe könnte dieses Feuerzeichen dir tatsächlich auf dich zukommen oder dir nochmal Hinweise geben, auf die kleinen Schritte zu achten. Also nicht immer nur das große Ganze zu betrachten, sondern eben auch das Kleingedruckte in Verträgen zu beachten und eben auch alle kleinen Schritte, die notwendig sind, um das große Ganze in die Erfüllung zu bringen. Jetzt muss ich mir schon wieder die Nase putzen, sorry. Ja, da bin ich wieder. Das ist ganz kurios. Sobald ich hier mit diesen Legungen anfange, fängt mein Körper an, irgendwie die Dinge zu transformieren und dann läuft mir die Nase. Kein Problem, ich bin ja da. So, Tod und Wiedergeburt. Das heißt, hier darf etwas zu einem natürlichen Ende kommen und in die Verwandlung, in die Transformation kommen. Auch hier haben wir einen Hinweis auf Strategie. Also quasi diesen Wandel strategisch vorzunehmen. Kriegen wir da noch einen weiteren Hinweis dafür? Da haben wir hier wieder den Hinweis auf ein endgültiges Ende. Aber dieses endgültige Ende, ach so, für manch einen kann das auch mit Misstrauen zu tun haben, dass aufgrund von Misstrauen gewisse Dinge jetzt hier zu einem Ende kommen, weil einfach die Belastung zu groß ist. Für manch anderen kann das hier ein Hinweis sein, dass du weißt, dass jetzt hier etwas zu einem natürlichen Ende kommt.
Sei das zum Beispiel eine Tätigkeit irgendwo, ja. Aber dass du hier strategisch vorgehst und das jetzt vielleicht nicht abrupt beendest, sondern nur erstmal in eine Veränderung bringst. Das könnte hier auch bei manch einem sein. So, gucken wir mal weiter. So, Ast der Stäbe. Eine Klärung bitte für das Ast der Stäbe. Das Ast der Stäbe steht erstmal für neue Lebenschancen, für neue Lebensenergie, neue Projekte, neue Visionen, neue Lebenskraft, die hier reinkommt. Vielleicht auch Vorstellungen vom Leben, Vorstellungen von den Plänen, die du da hast. Das ist eine große Lebenschance, die sich hier zeigt. Ein neuer Lebensabschnitt, wenn du es so nimmst, ne? Dir wird hier im Grunde eine Chance gereicht. Wirst du diese Chance nehmen? Diese Chance ist mit irgendwelchen Nervositäten, mit Stress verbunden. Warum haben wir die Vögel? Da haben wir die Masken. Ach je, müsstest du jetzt irgendwie aufrichtig zu dir sein, müsstest jetzt zu dir stehen. Es geht um Authentizität. Das heißt, du hast jetzt hier die Möglichkeit, einen neuen Lebensabschnitt einzugehen, aber du musst hier ganz ehrlich zu dir selber sein. Grenzt dich hier von stressigen Diskussionen mit anderen Menschen ab. Und es muss dir einfach egal sein, was andere Menschen sagen. König der Schwerter, ein Hinweis auf Luftzeichen, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Oder allgemein ein Thema, wo es um Kommunikation geht. Sehr interessant, weil wir haben genau gegenüber hier den König der Stäbe. Zwei Könige sprechen von Verantwortungsbewusstsein, von Projekten, von Unabhängigkeit, klare Ansagen, klare Vorstellungen. Das ist so die Chefposition. Das ist jemand, der einfach das Big Picture im Blick hat. Na, hier, der aus einem höher gelegenen Standpunkt eben jetzt hier Entscheidungen trifft. Und da geht es um berufliche Themen. Wir haben hier den Anker oder zumindest irgendetwas, was in deinem Leben eine gewisse Stabilität bringt. Da muss etwas kommuniziert werden, da muss etwas geklärt werden. Da musst du hier klare Ansagen machen und für Ordnung sorgen und auch Entscheidungen vielleicht auch treffen. So, hier haben wir die 7 der Münzen. Das ist eine Situation, wo du etwas neu bewertest, wo du entscheidest, ist das, was ich hier ernten möchte, ist das das Richtige? Habe ich die richtige Saat ausgesät? Bin ich mit den Ergebnissen zufrieden? Möchte ich gerne in Zukunft was anderes sehen? Auch welche Triebe möchte ich abschneiden in meinem Leben? Wo lohnt es sich für mich nicht mehr Kraft reinzugeben? Und wo muss ich mich mehr erden? Wo brauche ich mehr Stabilität, mehr Werte, mehr Substanz? Ne? Mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Das ist so eine Neubewertung der Situation und neues Entscheiden, Prioritäten setzen. Worum geht es hier? Für Fische, da haben wir hier ein Vehikel. Hier ist es jetzt ein Schiff, das kann auch eine andere Taktik sein, Auto, Zug, Flugzeug, was auch immer, irgendetwas, was mit einer Reise zu tun hat, vielleicht auch mit einem Ortswechsel, andernfalls eben einfach mit der Richtung, in der dein Leben jetzt gehen soll, weil wir gegenüber auch das Ast der Stäbe haben und hier haben wir auch, ne, hier will jemand das Ufer verlassen. Also vielleicht geht es einfach darum, eine gewisse Hürde zu nehmen und du musst jetzt Prioritäten setzen auf dieser Reise. Dein Steuer in die Hand nehmen, dein Ziel festlegen und festlegen, wer auf deinem Schiff oder auf deinem Fortbewegungsmittel, wer auf deiner Reise jetzt mit dabei sein darf. Wer gehört zu deinem engeren Kreis? Ne, hier Support und Freundschaft und Loyalität und Treue sind auch Themen, um die es hier geht. Das ist sehr spannend, ne? Wir haben nämlich hier ja auch ein Fortbewegungsmittel und auch das Thema Neuausrichtung, was sich hier jetzt mit dem Schiff auch wieder zeigt. Sehr, sehr spannend. Also würde mich das nicht wundern, wenn du hier auch wirklich das dann schaffst, die Dinge in den Erfolg zu bringen. Aber du musst hier wirklich ehrlich zu dir sein. Du musst auch die Vor- und Nachteile deiner Situation sehen, ne? Die Für und die Widers. Wir haben ja die Sonne und den Mond. Das sind die Sonnenseiten und die Schattenseiten des neuen Lebens. Also akzeptiere die dann auch. Bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Nicht nur das Ziel sehen, sondern eben auch den Weg als Ziel zu sehen, nehme ich hier ganz stark wahr für einige, dass das groß geschrieben wird. Und nur wenn du den Weg dahin genießen kannst, dann wird das Ganze auch Erfolg haben. So, jetzt gehen wir mal in die zweite Jahreshälfte. Eine Überschrift bitte für die zweite Jahreshälfte. Was ist hier Thema in der zweiten Jahreshälfte? Fische. Aha.
Da haben wir zum einen trautes Heim mit der Zahl 50. Da sind wir im Haus des Löwen. Auch die Energie, die wir hier gerade hatten. Also auch Selbstbewusstsein, Authentizität, Selbstausdruck, solche Themen. Ne? Aber auch Spiel und Vergnügen. Und dein Haus ist ja auch dein Wohlfühlort. Das ist das, womit du dich wohlfühlst, wo du dich in deiner Haut wohlfühlst. Und guck mal, interessanterweise ist dieses Haus hier oben in der Luft. Du kannst von oben nach unten schauen und hast den Überblick. Du hast das Licht im Haus, was nach unten auf die Welt scheint, über den Wolken, im siebten Himmel quasi. Und da haben wir die ganze Zeit Drama, die Karte Drama. Vielleicht hast du es hier mit Themen zu tun, wo so ein bisschen der Haussegen schief hängt. 3 ist Kommunikationsthematik und 7 ist harmonische Partnerschaften. Vielleicht ist es für manch einen hier gar nicht so einfach, diese Dinge, Erfolg und Familie unter einen Hut zu bekommen, dass das quasi dann im zweiten Halbjahr sich ein bisschen schwierig darstellt. Oder es geht um Thematiken von Werten, von persönlichen Werten, was dir wertvoll ist. Oder eben einfach dein Haus, deine Immobilie, etwas, was du wirklich als wirklichen Bestandswert hast, dass es da Themen drum gibt, wo es darum geht, dich aus Dramen rauszuhalten. 7, 8, 9. Reise, Bildung, Sinn, Findung, Philosophie, Optimismus, Reisen. Schauen wir mal, was sich hier in der Mitte zeigt. Oh, die Judgment. Die Judgment ist ein Wake-up-Call. Das ist ein Aha-Erlebnis, eine Bewusstseinserweiterung. Also kann es ganz stark hier auch um Thematiken gehen, die mit deiner Persönlichkeit zu tun haben, dass es darum geht, dass du aus dir herauswächst, dass du deine gesetzten Grenzen übersteigst und hier einen neuen Erfahrungsschatz, ein neues Bewusstsein erfährst. Und damit auch die Werte in deinem Leben sich neu sortieren. Auch eine Befreiung, ein Befreiungsschlag nehme ich hier wahr, vielleicht von Dramen um dein häusliches oder um deine Gesundheit, um deinen Körper. Um was geht es mit der Judgment? Kann ja auch um Besitz, ne? Besitz und Werte gehen, hatte ich ja schon gesagt. Ja, da haben wir hier nämlich die Sense und die Sense, das ist... Das können zum einen Verletzungen sein, von denen du dich jetzt befreist, von innere Kind-Thematiken, also Wunden aus der Kindheit oder aus vorherigen Leben, karmische Zyklen, die jetzt beendet werden. Die Sense, die setzt auf jeden Fall immer ein Ende, ne? Die macht einen Cut, man schneidet hier im Grunde alte Zöpfe ab. Diese Thematik sehe ich hier ganz deutlich drin. So, ihr Lieben, jetzt gehen wir in die weiterführende Legung. Wenn dich das interessiert, dann freue ich mich, wenn wir uns in dem Extended wiedersehen. Den Link findest du am Ende des Videos. Vorneweg möchte ich noch gerne mich bedanken erstmal für alle Abonnenten und Mitglieder und für alle Likes und Abos und jegliche Art der Wertschätzung. Und die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel für alle, die sich das Video im Januar angucken. Ne? Also, und zwar gibt es im Januar 3 persönliche Legungen für 2024 zu gewinnen. Und die Teilnahmebedingung ist, dass du Punkt 1 unter deine Jahreslegung für 2024 ein Like da lässt, ein liebes Kommentar da lässt und in die Mitgliedschaft Soul Family Fans, das ist die Stufe 2, reingehst. Die Vorteile dieser Mitgliedschaft sind, dass du alle weiterführenden Readings zu allen Sternzeichen, zu allen Legungen, die ich mache, jederzeit verfügbar hast. Kannst du so oft angucken, wie du möchtest, egal welches Sternzeichen und zu welchem Zeitraum. Und sie sind alle ohne Werbung und du kannst monatlich auch wieder kündigen, ja? So viel dazu. Ja, dann habt ein wunderschönes Jahr 2024 und ich freue mich jetzt auf das Extended und vor allem, dass wir da auch nochmal in die Liebe reingucken. Hier zeigt sich jetzt ja hier gar nicht so die Thematik der Liebe. Hier geht es mehr um Berufliches, um Finanzen, Karriere oder Persönlichkeitsentwicklung. Von daher bin ich ganz gespannt, was sich bei Fische Kollektiv noch in der Liebe zeigt. Na dann, macht's gut ansonsten, ne? Und für die anderen bis gleich.